Uerdingen gegen Dortmund. Zwei Vereine, die auf ihre Art Pokalgeschichte geschrieben haben. 1980 die erste Begegnung im DFB-Pokal. Bayer 05 Uerdingen in Dortmund. Endergebnis 2:1 für Dortmund. Auf der einen Seite der Außenseiter Uerdingen, auf der anderen der Top-Club Borussia Dortmund. Dortmund ging durch Tore von Manni Burgsmüller und Wolfgang Frank in Führung. Spielminute 2:0 für den BV Borussia, Torschütze mit der Nummer 12 Wolfgang Frank. In der 80. Minute dann der Anschlusstreffer durch Ludger Kanders. Es blieb aber beim Dortmunder Sieg und dadurch stand die Borussia in der nächsten Runde. Wir haben zwar das Spiel gewonnen und das ist das einzige Positive, sonst haben wir sehr, sehr schlecht gespielt. Die einzigen Ausnahmen waren die beiden jungen Spieler Theo Schneider und Meinolf Koch, die meine Erwartung voll erfüllt haben. Aber sonst war es mehr oder weniger ein ausgesprochen schwaches Spiel von fast allen Spielern. Am 13. Februar 1988 das zweite Aufeinandertreffen im Achtelfinale des DFB-Pokals. Bayer 05 Uerdingen in Krefeld gegen die Borussia. Ein spektakuläres Spiel mit Namen wie Thomas Helmer, Andreas Möller, Norbert Dickel, Friedhelm Funkel, Stefan Kunz und vielen anderen Größen des deutschen Fußballs. Dortmund ging durch Thomas Helmer in Führung, Holger Fach und Marcel Wittischek schossen die Tore zum zwischenzeitlichen 2:1 für Uerdingen. Dann Dirk Hupe mit dem 2:2 und es ging in die Verlängerung. Die Torschützen hier, Stefan Kunz nach Patzer von Teddy de Beer. Und in der 119. Minute dann Günter Kutowski mit dem Ausgleich zum 3:3. Und das bedeutete Wiederholungsspiel. Eine Woche später, am 24.02.1988, dann in Dortmund die Wiederholung mit den Trainern Rolf Schafstall für Uerdingen und Reinhard Saftig für Dortmund. Uerdingen ging durch Wolfgang Funkel in Führung. Doch Norbert Dickel konnte nach der Pause ausgleichen. Es war der heutige U21-Nationaltrainer Stefan Kunz, der Uerdingen mit seinem Treffer in die nächste Runde schoss. 2:1 für Bayer 05 in Dortmund. Schluss war dann für Uerdingen gegen Eintracht Frankfurt im Viertelfinale. Am 19. September 1995 das vorerst letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams. Bayer 05 Uerdingen hieß aber jetzt KFC Uerdingen, weil der Sponsor sich zurückgezogen hatte. Borussia war als amtierender deutscher Meister der klare Favorit und erfüllte trotz einiger Probleme zu Beginn die Erwartungen. Am Ende hieß es 3:0 für Dortmund durch die Tore von Lars Ricken, René Tretschok und den heutigen Borussia-Manager Michael Zorc.
wussten auch, wie schwer es wird. Ich glaube, Uerdingen hatte im Augenblick die beste Abwehr in der Bundesliga. Und deshalb muss man auch ein bisschen Geduld haben. Und es spricht für unsere Klasse, dass wir zu Null gestanden haben. Und hinten raus, denke ich mal, war klar, dass wir irgendwann ein Tor machen. Ich möchte auch meiner Mannschaft für eine doch engagierte Leistung hier ein Lob aussprechen. Wir haben beim amtierenden deutschen Meister gespielt und wir haben im Laufe des Spiels drei 19-jährige Spieler eingesetzt, die ihre Sache sehr, sehr gut gemacht haben. Wir haben hier im Gegensatz zu Borussia Dortmund die Fehler des Gegners nied ausgenutzt. Dortmund schied dann im Viertelfinale gegen den KSC aus. Insgesamt gewann Dortmund den DFB-Pokal viermal, Uerdingen einmal. Aber es war die Sensation 1985. Mit 2:1 gewann man gegen Bayern München und der Siegtorschütze Wolfgang Schäfer trägt noch immer den Ehrennamen Cup Schäfer.